Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und es gibt einiges zu berichten, denn es steht unter anderem der Winter Sale an. Ich habe für euch auch schon alle Pakete parat, die es zum kommenden Winterschlussverkauf quasi gibt. Dann ist gestern Shakes and Fidget 5000 Tage alt geworden. Dazu gibt es einen Code, den werde ich euch auch direkt mal zeigen. Und ich würde gar nicht lange hier um den heißen Brei herumreden, wie die guten alten Baby-Nahrungstester. Ihr wisst Bescheid. Wir fangen zuerst mal an. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder zurück in fürstlicher Pracht. Und der Rest sind nur Randfiguren, wie die Türme beim Schach. Ja, es wird nicht besser. Also, die Events in der Kalenderwoche und Winter-Sales und Stream zur 5000, das war bereits gestern gewesen. Hier im Forum angekündigt, Winter-Sale, ja, hier so sieht das Ganze aus. Und wenn wir jetzt mal in die Winter-Sale reinschauen. Achso, Winter-Sale ist übrigens ab diesem Freitag quasi, ne? Also ab morgen beginnt der Winter Sale, geht Freitag, Samstag, Sonntag, ne? Soweit ich das hier richtig beurteilen kann. Okay. Genau, ja, also über das Wochenende jetzt, ne? Da steht euch das Ganze hier zur Verfügung. Winter Sale, diese Packs sind drinne enthalten für 5 Euro. Einmal das Snowflake Pack, hier 160 Pilze, 300 Sanduhren, einen Lebenstrank. Dann Snowball Pack. 330 Pilze, 40k Metall, 150 Lucky Coins für einen Zehner. Dann Snowman Pack für 860 Pilze, also 25 Euro, 860 Pilze, 1250 Treibsanduhren, 100k und 50k Kristalle. Dann haben wir uns zum Schluss das Avalanche Pack, ist auch das letzte, es gibt kein 100er Paket. 1770 Pilze, 3000 Sanduhren, 100.000 Kristalle, 750 Lucky Coins. Ist wahrscheinlich für die meisten von euch das Interessanteste aufgrund der Kristalle und der Sanduhren. Werde ich definitiv auch zuschlagen. So wie ich schon gehört hatte, gibt es wohl keine 20% Aktion. Ich bin mir aber nicht sicher. Also wäre ziemlich verquatscht irgendwie auf jeden Fall, ist doof, aber ich glaube, es gibt keine 20% Aktion. Das war zumindest letztes Jahr auch so gewesen und ist natürlich ziemlich bescheiden, sag ich mal, bescheiden schön, ne? Trotzdem bietet euch das natürlich einen Mehrwert für das Geld, was ihr bezahlt. Und natürlich, wer mich sehr gerne supporten will, kostenlos, ne, der kann sehr gerne sich die Pakete hier auch über den SF-Shop kaufen. Verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren und kann ihr natürlich auf Shop gehen und dann werden hier auch die Angebote genauso gut vorgeschlagen und wenn ihr dann hier so ein Angebot kauft, so ein Special Offer, dann könnt ihr natürlich sehr gerne hier den Creator Code Dorza eingeben, proceed to checkout, Creator found und dann kann man hier ganz easy bezahlen über diese Bezahlmöglichkeiten, ne? Freue ich mich natürlich bei jedem Einzelnen, möchte ich da mich bedanken, der das macht, ne? Das ist eine sehr coole Angelegenheit und natürlich nicht selbstverständlich. Und genau, ja, das dazu. Dann gibt es noch einmal hier das Teil. Und zwar Quintuple Fun. Ja, Bild im Original ist auf einmal nicht da. Gut, okay, lassen wir den Scheiß. Auf jeden Fall ist Shakes and Fidget, jetzt ist das Bild ganz weg, oder was? Ist SF 5000 Jahre... 5000 Tage alt geworden. Mal schauen, ob wir noch leben in 5000 Jahren. Also jetzt der Planet Erde so, ne? Und da müsst ihr euch beeilen. Ich habe es gestern bereits schon auf Instagram geteilt. Wer da die Information immer ein Stückchen schneller haben will, kann da auch sehr gerne vorbeischauen. Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich den Code schon gepostet. Der ist nur noch von gestern bis heute einlösbar und heute nur noch bis 23.59 Uhr, also bis heute Abend nur noch, ist der Code QuintupleFun einlösbar. Wo ist denn jetzt? Ich will nochmal ganz kurz das Bild haben hier, das war so schön. Ja, ist nicht da. Dann müssen wir einmal in Discord gehen. Das geht natürlich auch. Wo haben wir es hier? Game News. Und da haben wir das Teil hier, ja? QuintupleFun. So sieht das Ganze aus hier, ne? 5000 Tage Shakes and Fidget. Das Ganze bringt euch 5000 Gold, 5000 Holz, 5000 Steine, 5000 Seelen und ein Epic. Ist, denke ich mal, ganz cool. Vor allen Dingen für den Anfangsbereich,
kann man ganz gut das Gold und die Ressourcen vielleicht gebrauchen, so, ne? Für Late-Game-Charaktere natürlich brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Da freut man sich dann wahrscheinlich mehr über das Epic, so, dass man das vielleicht zerlegen kann. Aber all in all, eigentlich ein ganz cooler Code. Und für den Anlass, denke ich mal, ganz, ganz nice. Auf jeden Fall, ne? Ja, jetzt seid ihr erstmal darüber wieder soweit informiert, habt da die aktuellsten News, wisst, wie die Pakete aussehen, dass der Code heute nur noch bis heute Abend einlösbar ist. Und ja, was gibt es sonst noch Neues? Es gibt jetzt Creator-Code-Abzeichen hier, ne? Ihr seht es bereits schon links oben in der Ecke. Bei mir schimmert es durch. Ich habe den Creator-Stempel bekommen. Und wir können mal auf einen anderen Server gehen. Da sieht man das dann nochmal, wie es bei anderen Leuten aussieht. Da müssen wir mal in die Ehrenhalle, Zombie. Hier unten. Offizieller Shakes and Fidget Content Creator. Ja. Damit so ein bisschen auch Klarheit geschaffen wird. Ey, wer ist hier eigentlich Content Creator? Und wer hat vielleicht nur so ein Bild? Zum Beispiel hier der Graf Zahl ist kein Content Creator, hat, glaube ich, das Bild ja, auf Speed Server gewonnen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Keine Ahnung. Gab es ja mal bei Speed Server Giveaways oder, keine Ahnung, anderen Auslosungen. Und ja. Dass es da auch nicht zu Verwechslung kommt. Zum Beispiel Zombie ist ein offizieller Creator und deswegen hat er hier jetzt auch den Haken drinne, damit da ein bisschen auch für Klarheit, sag ich mal, geschaffen wird. So, ne? Kann man machen, ne? Weiß ich nicht, ist jetzt eher weniger relevant, würde ich sagen, aber ist ganz, ganz cool eigentlich. Sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Endlich mal wenigstens irgendwo einen verifizierten blauen Haken, ja? Wenn man es schon nirgendwo anders hinkriegt, ne? Wenigstens dann in Shakes and Fidget. Ja, ansonsten wollte ich euch noch den neuesten Fight zeigen gegen Deltopus. Ich habe einen neuen besten Try, ne? Den kann man sehr gerne mal sich angucken. Ansonsten für die Leute, die in den Webshop reinkommen wollen und ihre IP brauchen, da geht ihr einfach nur hier auf Optionen. Und dann hier auf Account, und da gehe ich jetzt nicht drauf, weil sonst wird mein Code gezeigt. Aber da ist dann halt eure IP drinne oder eure ID. Und die könnt ihr dann rauskopieren und dann in den Shop einfügen. Ne? Genau. So, wir gucken mal rein. Und zwar gestern habe ich einen neuen besten Try gegen Deltopus rausgelassen. Er ist nicht viel besser als der alte Try. Den hatten wir, glaube ich, auf 4,5. Noch was Milliarden Leben runtergeboxt, ja. Wir haben ihn jetzt auch wieder so ungefähr auf die gleiche Reichweite runtergeschlagen. Allerdings war der Try, also dieser Try war um ein paar Millionstel oder ein paar Millionen Stat-Punkte besser. Und hierbei hat die Kunigunde ganz schön geregelt, muss ich sagen. Die ist oft ausgewichen. Bisher Deltopus so für mich auch noch nicht wirklich legbar. Es sei denn, die Kunigunde rastet mal irgendwann komplett aus und ja, ich weiß nicht, selbst mit einer 20er-Kombo oder so, also Ausweichkombo, wird dieser Gegner nicht liegen. Da braucht es wirklich schon von meinem Marquardt und von mir jeweils immer Top-Crits, ne? Und dann muss die Kunigunde vielleicht noch so 30, 40 mal ausweichen oder so. Ja, dann würde es vielleicht was werden. Aber ansonsten nicht. Potenzial ist da auf jeden Fall. Ihr seht, ich habe jetzt dreimal nicht gekrittet und habe einen Crit rausgehauen. Ja. Und dann ist er auf 4,56 Milliarden Leben runter. Also ein Crit habe ich rausgehauen und 2 Milliarden. Und drei Treffer habe ich davon nicht getroffen. Was normale Treffer waren halt, ne? Wenn man die jetzt noch zusammenrechnet, die normalen Treffer 2, 4, 6, ne? Also jetzt jeweils mit 2 Milliarden Schaden so, dann würde man schon sagen, okay, dann braucht die Kunigunde gar nicht so viel ausweichen und das würde trotzdem was werden so. Ich weiß nicht, ich glaube, die ist 12 Mal oder so ausgewichen. 2 Mal, 3 Mal, 4 Mal, 5 Mal, 6 Mal, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Mal ist schon heftig deftig. Deswegen, ich sag mal, wenn sie so 20 Mal ausweicht. Ich glaube, 16 oder 17 war mal mein Rekord gewesen. Ich glaube, damals bei Hades oder so. Ich weiß es gar nicht ganz genau mehr. Und ja, wenn sie da so oft ausweicht, dann brauche ich eigentlich nur noch vielleicht ein oder zwei Crits mal mehr. Ich weiß nicht, was mein Marquardt für Arbeit geleistet hat hier. Muss man mal gucken. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, okay. Ja, okay, ein Crit hat er rausgebracht. Also er ist in der Theorie ist er machbar.
Ne? Aber müssen wir halt mal gucken, bisschen abwarten, bisschen uns in Geduld ja, wälzen. Keine Ahnung. Müssen ein bisschen Geduld üben auf jeden Fall. Ne? Geduld ist eine Tugend, ganz klar. Und deswegen auch der natürlich der Schlüssel zum Erfolg hier in Shakes and Fidget, ne? Aber auch natürlich überall anders. So kann man sich sehr gerne mit rübernehmen ins reelle Leben, dass man sich oftmals in Geduld ja, mehr üben sollte. Genau. Elevator, ne? Auf S31. Wir gucken rein. Ich werde, der geht ja noch 2 Tage 10, zumindest bei mir auf S31, bei euch geht er noch einen Tag länger. Es sei denn, ihr spielt auch auf S31. Wir sind jetzt kurz vor 3 Millionen Elevator-Punkten. Ja, bisschen abgeschlagen von der Konkurrenz hier auf dem Server, aber ja, ich sag mal 2, 3 und 4. Ja, sind eigentlich doch, eigentlich sind die relativ weit auseinander alle. Also ich hätte gedacht, also das würde ein bisschen knapper werden. Beim letzten Elevator waren die Tries oder waren die Zusammenhänge zwischen den anderen Gilden ein bisschen schmaler als bei diesen, kommt mir zumindest so vor. Und wenn der Elevator den letzten Tag angebrochen hat, oha, dann müssen wir mal so gucken, ob wir so weiterkommen hier. Das ist ja krass, schön Spinat hier. Wenn der Elevator den letzten Tag erreicht hat, dann haben wir auch den maximalen Schadensboni. Den können wir uns einfahren. Und dann werde ich mal schauen, dann werden wir ein bisschen reinpilzen und mal gucken, wie weit wir kommen mit unserem Main hier. Ich glaube, ich bin noch nie auf 450 gekommen. Also ich glaube, mein Rekord war immer so 445 oder so. Ich glaube, das ist jetzt schon meine beste Leistung bisher. Und genau, da werden wir es nochmal richtig drauf ankommen lassen, richtig mit Runen wechseln und die besten Boni hier rausschlagen und so. Und am meisten Chance hat man natürlich am letzten Tag, weil jeden Tag natürlich hier auch der Bonus um 2% steigt. Und deswegen, ja, ist das auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Und ich bin gespannt, wie weit wir kommen werden. So. Den Buff nehmen wir noch mit hier. Die drei lassen wir noch auslaufen. Dann sind wir wieder auf meinem Stand von gestern. Das ist ganz okay. Und dann bin ich hier, dann schließe ich für heute hier den Elevator auch wieder ab. So, letzter Dungeon nochmal hier. Zack, okay. Würde noch natürlich wird noch ein bisschen mehr gehen. Ihr seht, Potenzial ist da. Aber ich will es auch nicht übertreiben. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung so. Okay, Leute, das war's soweit vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.